So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem schweren Spiel bei Real Madrid. Ja, ich habe es euch ja schon vor einigen Folgen vorgerechnet. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir weiter sind. Weil eigentlich müsste selbst nicht einen direkten Vergleich. Wir haben Fener auswärts 4-1 bezwungen. Haben aber 3 unserer Spiele nicht gewonnen. Aber wir haben in Istanbul und in Napoli gewonnen. Einer von denen wird auf jeden Fall heute fliegen. Oder vielleicht auch. Also Fenerbahce oder Napoli. Einer von den beiden wird heute raus sein. Wir nicht. Wir werden uns in der Europa League vermutlich in der Europa League weiterspielen. Vielleicht auch durch. Vielleicht mogeln wir uns auch tatsächlich mit dem Sieg durch. Aber wir wissen es doch nicht. Mal schauen. Geht auf jeden Fall gleich los ins Match bei Real. Wir haben einige Nachrichten bekommen. Wir haben uns in Mainz durchgemogelt. Wir haben jetzt Union mit 4-1 bezwungen. Ja, vielleicht ist tatsächlich die Option ab. So gar keine schlechte, neben Mokoko vorne reinzusetzen. Oder für Mokoko vielleicht sogar. So, gehen wir rein. Wir brauchen keine Pressekonferenz. Die habe ich vor dem Finnerspiel schon gezeigt. Jetzt wollen wir so kurz im. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Wir müssen gucken, was wir heute machen. Ja. Ab darf heute mal von Beginn an ran. In Madrid. Nach seinem Dreierpack gegen Union Berlin und dann im Tor, wo er den Ball im eigenen Strafraum abgefangen hat und durchmarschiert ist bis zum Tor. Mal gucken, was heute passiert. So, auf geht's. Die Aufgabe heute ist klar. Ein Sieg fehlt noch und dann stehen Sie in der K.O.-Runde. Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Wir begrüßen Sie aus Madrid, aus dem Estadio Santiago Bernabéu, liebe Zuschauer. Willkommen zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Könnte ein Riesenspiel werden, Buschi. Den Gästen winkt der Einzug in die K.O.-Runde. Heute muss es endlich klappen. Und dann schauen wir mal. Jetzt sind die Nerven gefragt. Ein frühes Tor wäre wichtig. Ja, Arp spielt für Moukoko vorne drin. Neben Aubameyang. Klar, der Kapitän bleibt natürlich vorne mit drin. Und übrigens spielt auch Lauren Ulrich statt Moriba, der ja ein bisschen abgebaut hat in den letzten Spielen, der teuerste Neuzugang. Und Ulrich halt, wie gesagt, ich hoffe endlich wieder als Sechster heute mal ran. Mal gucken, was heute mit unserer Truppe drin ist. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Marquinhos spielt mit Milan Skriniar in der Verteidigung. Und im Sturm ist Daniel Malen. Oh, Malen schaut. Ja, so schlecht ist die Truppe eigentlich gar nicht. Wie gesagt, unnötig. Ihr letztes Spiel war es ein 0-2 durch den Doppelpack von Vinicius. Meiner Meinung nach ein Abseitstor. Erst meiner Meinung nach ein Abseitstor und ein Elfmeter. Also zwei Standardsituationen. Ne, was für Standardsituationen überhaupt? Ne, war es nicht, natürlich nicht, aber es war eine Station mit dem Elfmeter, der war bitter halt. Und das Absatztor war gar kein Absatztor, es war regulär, wir haben es dann in der Wiederholung gecheckt. Na gut, mal gucken, was heute in Madrid möglich ist. Die dicke so Überraschung für die Aufstellung der Gäste aus. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld, links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Ja, für Aubameyang ist es quasi ein eigenes Derby, weil der war ja mal bei Barca.
eigener kleiner Klassiko. Mal gucken, was heute drin ist. Auf geht's. Lange, lange das 0-0 halten und vielleicht irgendwie selber wehtun. Den Madeleine wehtun. Wie gesagt, die könnten ja auch noch heute rausfliegen, wenn das hier noch irgendwas läuft. Aubameyang. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Ja, vielleicht mal. Er kann es machen. Ja! Er mummelt den rein. 1-0 Bayreuth in Madrid. Vierte. Eckloff. Und somit werden wir sogar Gruppensieger. Müssen hier nur noch konzentriert bleiben, dann haben sie es. Abgefälschter Ball, hier sehen wir es nochmal ganz deutlich. Und das ist Sterner, der sich durchsetzt gegen alle und dann sagt Eckloff, jo, passt. Abgefälscht von der Nummer 19. Wie auch immer, er ist drin. Man führt. Und Eckloff mit der früheren Führung. Erstes Champions League Tor für ihn. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Oh, keine Toransage. Wahrscheinlich über Aubameyang, Vinicius. Die Gäste sind für mich bisher die große Überraschung in dieser Gruppe. Egal wie das Ding jetzt ausgeht, das Paradies. Man hat jetzt eigentlich. Ich traue denen in diesem Jahr einiges zu. Momentan Vinicius. Sieht es überhaupt nicht danach aus, dass sie irgendwann einbrechen. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Ri. Super dieses Zuspiel. Machen sie gut, Absatz. Aber dann dieser Steilpass, ja, kommt ein bisschen spät und dann ist die Fahne oben. Dann kommt der Abseits. Leider Abseits. Ist schon ärgerlich, da hätten sie mehr rausmachen können. Lozano. Malen. Weg damit. Ist Haller. Man bleibt dran. Ah, scheiße. Vielleicht der Ausgleich. Oh, weg damit. Geht der volles Risiko rein mit seinem Tackling. Und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Gut verteidigt. Super. In der Partie von Fenerbahce ist ein Tor gefallen. Ich gebe ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Fenerbahce Istanbul. Neuer Spielstand. Damit ist, glaube ich, Real, wenn ich es richtig, wenn man auf die Tabelle mal achtet. Nee, der Ball ist erstmal weg. Die Balleroberung. Leider etwas unplatziert, dieser Schuss und der Torwart. Ich glaube, wenn die Tabelle jetzt, richtig ist, sind wir Erster, Fener Zweiter und Real Dritter, oder? Und Neapel raus. Jan Fiete ab. Schönes Dribbling hier. Die Chance. Weiter gefahren nach dem. Ah, ist zu schade. Die klärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Die Chance jetzt vielleicht zum Ballen. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Das muss der Ausgleich sein. Da passt der weg, 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 weg. Eigentlich ein guter Konter. Ich weiß nicht, wie die Tabelle jetzt momentan aussehen würde. Ich hätte gerne mal einen Blick auf die. Das war nämlich an sich eine klasse Szene. Blick auf die Tabelle. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Ballverlust Aubameyang. Vinicius Junior. Pogba. Vinicius Junior. Malen. Kammerwinkler mit dem Ball. Ah, sehr gut gelöst. Holt er sich den Ball. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt nutzen. Tom Rothe. Da bekommt er Unterstützung. Rothe. Sie bringen die Flanke. Ah, der kommt ein bisschen zu nah an Courtois ran. Wäre der vielleicht ein bisschen weiter hingekommen, dann hätte man. Ich hätte gerade Andrade wäre es gewesen, der da viel ziemlich frei vom Keeper war. Läuft da gut jetzt. Ulrich. Wieder zu nah an den Keeper. Wieder. So, Pause, Fragezeichen. Gleich 0-1. Kurz vor dem Pausenpfiff liegen die Gäste hier knapp in Führung. Sie können durchaus zufrieden sein mit der heutigen Leistung. Noch ist es knapp, ein Tor Führung, aber man spürt, sie haben das immer mehr im Griff. Sie wollen heute den Sieg und das kann auch klappen. Fuck, werde ich wieder da lassen. Sie denn nach der Pause so weiter. Marquinhos, Syncopy.
Vinicius Junior. Und damit die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Hab ihn erstmal. Pause. Yes! Im Estadio Santiago Bernabeu ist erstmal Pause. Das war der erste Spielabschnitt. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Ja, Winchfield hat er zwei Tore gemacht. Jetzt macht er bisher noch gar nicht viel. Was gucken wir mal auf die andere Tabelle? Wieder Fenerbahce gegen Napoli 0-1. Stand jetzt wäre Napoli und Real raus, wenn das so bleibt. Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League. Wir freuen uns auf Durchgang 2. Kamavinga verliert den Schönes Ball. Ding. Vielleicht jetzt mal Andrade. Sterner! 0-2! 51. Minute! Ja! Und ein tolles Tor! Sie erhöhen den Abstand! Müssen hier nur noch konzentriert bleiben, dann haben sie es! Ah, der Ball ist einfach zu hart, zu druckvoll, um den zu halten. Das ist eine tolle Aktion. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Was ist das für eine Gruppe? Bayreuth steht vor dem Gruppensieg. Real spielt nächste Saison vielleicht nur Europa League. Hab ihn, Rote. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Es gibt Gelb. Minimum Gelb. Aber es Rot gibt, wissen wir noch nicht. Bitte jetzt nur Gelb, maximal. Das wäre das Wichtigste. Gelb. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Ja. Nein, Wolf, sehe ich auch. Ja, ist okay, geben. Alles gut. Das lässt keiner durchgehen. Freistoß Pogba. Beziehungsweise Magermann steht auch da, aber Pogba, Malen wird es wohl machen. Gehalten, aber klar, wir haben ihn. Das war eher ein durchschnittlicher Freistoß. Fakt ist, dass wir das Ding so lange wie möglich auf 0-2 halten müssen. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber das ist natürlich klar. Entscheidend sind die Tore und da Schelderow. Vorne. Schelderow vorbei, Hans. Im Moment haben sie den Ball. Mal sehen, was sie draus und machen. Wenn da der Verteidiger nicht dazwischen da steht, steht hier vorne gleich Sterne alleine von Courtois war. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt ist er durch. Malen, 1-2, das ist genau Real. Jetzt glauben hier wieder alle dran, dass da noch was geht. Ein wichtiges Tor. 2-1, hier ist noch alles drin. Da ist Platz auf dem Flügel. Schelderup hat ein bisschen sehr viel Platz. 3-1! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können wie ein Iron Raum. Wieder die zweite Führung kurz vor der 70. 25 Minuten vor dem Ende führt Bayreuth wieder 3-1. Da nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut. Einer vorbei, am zweiten vorbei, den dritten macht nicht konsequent zu. Und man führt mit 3-1. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Aubameyang. Wird's jetzt gefährlich. Aber dann ist der Kamavinga holt sich das Ding von Heckloff. Es sieht gut aus, was den Einzug in die K.O.-Runde angeht. Sie machen das gut. Lange ist nicht mehr auf der Uhr und sie liegen vorne. Ist natürlich schon klasse, wenn du in so einem wichtigen Spiel so nervenstark bist. Heute bringen sie ihre Leistung, zumindest bislang. Aber das Ding ist noch nicht rum. In der Partie von Fenerbahce ist Tor gefallen. Ich gebe ab ins Studio. So, gucken wir mal auf das Ergebnis. Für Fenerbahce Istanbul. Der neue Spielstand heißt damit 2-2. Gespielt sind hier 71 Minuten. Danke by the way, ist ein Rumor mit dem 0-2. Hier ist nichts passiert. Weiter. Schöner Zweikampf. Sie erobern den Ball. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Jan Fieter! Und Jan Fieter ab hat hier vielleicht sogar die Riesenchance, auch alles klar zu machen. Misslungene Befreiung hier.
ab. Er kann aufatmen aus dieser Szene. Wird erstmal nichts. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Vinicius. Und Schömert. Sehr gut. Malen. Meine Meinung nach, ja, aber gerade sagen, wenn du schon Vorteil hast, musst du das Angriff machen, musst du den lange wegpfeifen. Wechsel bei Real. Sie spielen steil, gefährlich. Da ist er jetzt durch. Und kurz war verändert die absolute Entscheidung. Oh, das war natürlich eine tolle Chance. Ecke kommt. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Schießt er ihn rein. Ganz stark abgeblockt. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Erstmal sagt Vinicius gegen Perri. Jetzt ist er auf und davon macht er das. Und es gibt den Elfmeter für Real Madrid. Und es ist gelb-rot wahrscheinlich für Perri. Wenn er reingeht, dann geht hier kurz vor Ende vielleicht noch was. Aber Fakt ist, es wird keine gelb-rote geben. Doch, ist es doch wohl geworden. Damit würden sie auf ein Tor verkürzen, kurz vor Schluss. Und Norbert, Real raus. Bayreuth in der nächsten Runde als Gruppensieger. Das ist jetzt amtlich. Hinten hat er noch eins gemacht. Jetzt holt sich der Noppert den Ball. Man ist quasi nur noch alt mit 10, aber ja, selbst wenn jetzt noch. Jetzt haben wir noch was Tor, was doch fällt. Ecke, Real Madrid. Es wechselt jetzt durch. Wechsel. So, wenn jetzt das Ding überstanden wird. Da kommt die Ecke. Es gibt Freistoß gegen Real. Scheiße. Der kann ganz, ganz aus sehr. Aus großer Distanz. Ich glaube, das wird nichts. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Nochmal Ecke. So, Ecke kommt. Ja! Sie sind in diesem Augenblick weiter. Setzen sich in dieser Gruppe durch. Schlusspfiff. Im letzten Spiel schaffen sie es. Das ist ein schöner Erfolg. Und ich glaube, das ist ein Erfolg, der nur eine Zwischenstation sein soll. Ich glaube, damit ist Real nämlich draußen. Die dürften nämlich raus sein, weil Fehler dürften Erster sein und Fehler Zweiter und Real gut, Dritter. Was er heute angeboten hat. Da, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute. Ja, wir haben es gemacht. Wir haben das Ding nach Hause geholt. Ich glaube, von der Tabelle her dürften wir eigentlich weiter sein. Wie wäre es immer gewesen, wenn Real ganz raus ist. Aber die dürften eigentlich tatsächlich jetzt weiter sein. Draußen sein. 2-2 haben sie nämlich gespielt. Das könnte reichen für Real noch. Ich glaube, von der Tabelle... Weil Finna nämlich hat liegen lassen. Oder? Das könnte sein, dass Real tatsächlich doch noch auf... das Real auf 2 ist. Nächster Gegner ist gegen meine große Liebe, gegen meinen FC Schalke, ja. Warte mal, gucken wir mal kurz auf die Champions League-Tabelle. Ich glaube, dann dürfte das reichen für Real. Aber auch so gerade noch. Bayreuth ist Gruppensieger, gewinnt das Auswärtsspiel. Also sie haben, wie gesagt, zu Hause noch nicht auf die Reihe bekommen, aber alle drei Gegner auswärts geschlagen. In Madrid gewonnen, in Napoli gewonnen, in Istanbul gewonnen und damit das Unentschieden gegen Fener zu Hause. Und dann gab es ein 0-0. Hier gab es die Niederlagen ja zu Hause gegen Real, also 2 gegen Napoli, 2-3 und das 1-1 gegen Fener zu Hause. Ja, aber wie gesagt, wenn man auswärts alle drei Gegner auseinander nimmt, dann schafft man es. Dann irgendwie dann doch. Gut, wir sind Gruppensieger. Real so gerade noch weiter. Wie gesagt, wenn sie nämlich verloren hätten, wenn Fener nämlich das Spiel gegen Napoli gewonnen hätte, dann wäre Real draußen gewesen. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und das ist morgen um 14 Uhr sehr wahrscheinlich gegen Schalke auswärts. So, Schumacher. Ja. Schumacher ist weg mit der Kaufoption. 27,8 Millionen, weil wir tatsächlich jetzt ist mal in der Gruppenphase weitergekommen sind.
So. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann, wie gesagt, habe ich schon gesagt. Bis morgen. Ciao.